Ja, ich fange jetzt an. Was sagst du, Lemmy? Ja, ich habe den. Ja, ich habe den Weihnachtspullover an. Ja, Weihnachtslied mache ich. Einmal in der Woche, da ist es soweit. Was? Ach ja, Weihnachtslied. Okay, ja, Lemmy hat sich dieses Jahr ein Weihnachtslied gewünscht für die Fußballecke. Oh, meine Haare sehen ja aus. Das liegt daran, dass ich den ganzen Tag eine Weihnachtsmütze aufhabe, nur heute Abend nicht. Aber okay. Also, ein Weihnachtslied für Lemmy. Übrigens, es hat auch jemand die CD gewonnen, die Wahnsinns-Dirk-CD wurde verlost. Der Michael Hamann hat sie, glaube ich, gewonnen. Glückwunsch zu dieser CD, wer sie noch nicht hat, für 10 Euro bei Lemmy auch käuflich zu erwerben. Okay. Ja. Nein, keine Werbung, Weihnachtslied, ja. Oh. Rudolf, das kleine Rentier, jeder bei den Lappen kennt, denn seine rote Nase weit und breit wie Feuer brennt. Und alle Tiere lachen, seht nur seine Nase an. Rudolf ist so verzweifelt, weil er das nicht ändern kann. Und kurz vor der Weihnachtszeit, da kam der Nikolaus. Rudolfs Nase führte ihn aus dem dunklen Wald heraus. Er war der Held des Tages, alle waren stolz und froh. Und man bewundert Rudolf heute immer noch im Zoo. Weihnachtssee, zufrieden? Ja! Lemmys Fußballecke und ich, wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele schöne Momente. In 2018 viele tolle Fußballspiele und immer dran denken, wie heißt es in Wietzendorf so schön? Nur der TSV. Tschüss!